herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, wir fahren eben Steppe durch, das geht schnell. Und dann durchs Land und dann kommt die Grenze Usbekistan. Ja, und da nehme ich euch mit, kurz und knackig, viel Spaß. Das ist mal nötig, die Hinterlassenschaften der Schlammschlacht zu beseitigen. 2 Kilo weniger. Ja, genau. Die ganz Verrückten fahren da jetzt runter, aber das sind richtige Stufen. Mal schauen, ob ihr da hochkommt. Aber die kasachische Jugend will es halt wissen. So, geschafft. Front Position Foto machen. Jetzt bin ich in einer speziellen Küche gelandet, hier bei einer Moschee. Das ist das Feuerholz da. Und er ruft mich. Hier wird Essen zubereitet. Was? Oh, okay. So, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Wir fahren noch 100 Kilometer durch die Wüste, dann auf die Hauptstraße. Ab da ist dann kein Problem mehr. Jetzt freundlicherweise darf ich hier bei der Moschee Wasser haben. Und jetzt werde ich hier ins Areal reingelassen, damit ich Wasser tanken kann. Ich nehme nur wenig, dass es gerade so reicht. Das ist das Moscheegebäude mit ganz altem Friedhof. Und hier darf ich freundlicherweise ein bisschen Wasser tanken von diesem großen Dingsteil. Das muss natürlich hierher transportiert werden. Es kommt nur 2,2 Liter pro Minute, also ich nehme nur etwa 50 Liter. Einfach, dass ich da in der Wüste nicht verdurste. Heute geht's durch die Prärie und im Hintergrund seht ihr vielleicht eine ganze Pferdeherde rennt. Wow, vermutlich wegen uns. Also die teilt sich jetzt dann da vorne, ich muss mal einfach sagen, welche Rüttel. Ob das Pferd diese Rüttelpiste toll findet? Ah, oh, ne, der muss den Buschanker abschleppen. Ja, wir müssen so von einer Hauptpiste zur anderen rüber auf dieser nicht befahrenen, groß befahrenen Piste. Wir sind da irgendwie auf die falsche bekommen, dann werden wir irgendwann in Turkmenistan gelandet, aber ja, nach ein paar Stunden. Also es hat hier so viele Pisten. Ja. Ein Querrillen von anderen Pisten. Wir erreichen einen Friedhof. Steinalt. Also wir haben insgesamt über 100 Kilometer Prärie, wovon jetzt noch etwa 70 sind und im Hintergrund immer wieder Pferde. Und Spurrillen. Und Spurrillen. Zum plötzlich bremsen. Wir ein bisschen früher dran, weil um 7 Uhr kam ein bisschen Regen, das war wohl eine Vorwarnung, weil da kommt ein bisschen Dunkels auf uns zu, obwohl der Wetterbericht eigentlich das nicht hat. Deswegen fahren wir jetzt da durch die Prärie, damit wir da, wenn es regnet, dann ist es vorbei, da müssen wir warten. Deswegen sind wir jetzt schon unterwegs und ich glaube, wir können der Wolke
so seitlich wegfahren, dass sie an uns vorbeizieht. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Aber nicht fest. Die Hälfte ist geschafft. Und die Piste ist eigentlich soweit gut. Wir können zwischen 25 und manchmal auch 40 fahren. Schön, schau mal. Die kommen zu uns, diese schönen Pferde. Bleib bei Mama stehen. Ja, die sind in unsere Richtung gelaufen. Jetzt überlegen sie, jetzt überlegen sie erstmal. Was machen wir? Schön. Kopfschütteln bedeutet immer, wir müssen was tun. Wir fahren mal langsam. Kopfschütteln ist aufregend. Aber die haben Halsbänder. Ja, die gehören nicht jemand. Und Brandzeichen. Ja, die gehören jemand. Die tun sich jetzt zusammen. Diese Brandzeichen. Und da ziehen sie dahin. So, wir haben es geschafft, über 100 Kilometer Steppe. War schön, war gut befahrbar. Und jetzt sind wir da auf der Hauptstraße wieder und machen, glaube ich, Pause oder so. So, alles Ton in Ton jetzt nach dieser Staubfahrt. War eine Schlammschlacht und eine Staubfahrt. Hallo. Amerikaner? Nein, die Schweizer. Fahr doch bis wir fahren. Ja, ja. Ich halte da. So. Anna, no. Wie heißt das? Usbekistan? Nee, da. No. City. Beno? Beno. Usbekistan. Usbekistan. Anna, no. Doch. Da. Husky. Hat er jetzt kapiert, dass das Licht an war, oder nicht? Komisch, wie es geht. Machst du das jetzt wieder an, oder? Nee, ich weiß nicht, ich will gerade nicht. Ausweis. Das ist doch sowas. Ausweis? Ja, so eine kleine Kopie. Renne. Ja, Renne. No Auto. No? Hm? Saft, wir trinken Saft. No Alkohol. Check dann jetzt. Das ist das Einzige, was er kennt, oder? Ja, bei mir gibt es nichts zu holen. Er wollte den Jack Daniels. Ach so. Wir So, Jungs, ihr wurdet aufgenommen, ne? Versuchte Korruption. Jack, wir sind wieder in der Zivilisation und hier ist wohl gerade die Schule aus. Es sind nämlich die Schulkinder hier unterwegs. Dieser breiten Dorfstraße à la Sibirien. Ich sage immer, sieht aus wie in Sibirien. Wir sind gerade in Benoi und was mir auffällt, einmal eine Frau als Statue, nicht nur immer Männer. Tja, eine Mutter speziell, die wird irgendwas Gutes gemacht haben.
Mit Kasachstan sind wir jetzt soweit fertig. Wir haben nur eine Ecke angeschaut, die schönste vermutlich. Und jetzt geht es Richtung Usbekistan zur Grenze. Wir haben die Grenze erreicht von Kasachstan. Die wollen auch über die Grenze, die sind aber vollgepackt. Was geht los? Tja, hier wird gewartet. Die machen gerade Mittagspause. Also die Fußgänger, wir sind zu Fuß durch die Grenze. Der René darf sich jetzt hier durchquetschen. Und auch Stefan ebenfalls. Die Fahrer fahren extra. Wir stehen jetzt hier vor einer Baracke, wo auch die Drogenhunde drin sind. Das ist natürlich irgendwie nicht so schön, aber gehört dazu. So, jetzt stellen wir uns mal an der Grenze zu Usbekistan an. Das kann auch noch dauern. Zwischenfazit zur Grenze Kasachstan. Naja, wir waren in einer dummen Zeit da, nämlich Mittagspause. Mussten warten bis etwa 1 Uhr und dann ging das Tor auf, da konnte man rein. Wir wurden zwar bevorzugt behandelt, also zuerst das Fahrzeug kontrolliert, überall wollten sie reinschauen, ging alles gut. Und dann musste man noch, nachdem man so einen Zettel am Anfang gekriegt hat, ein paar Stempel holen und dann das Fahrzeug austragen. Und auch das russische Formular, das man mal für Russland gebraucht hat, musste man da abgeben. Ja, und soweit ging es eigentlich gut. Man kann eigentlich direkt zu den Schaltern nach vorne, als Tourist wird man bevorzugt behandelt. Und von daher ging es dann schneller wieder bei den Einheimischen. Aber jetzt stehen wir schon wieder da an der Grenze zu Usbekistan und da sind doch ein paar Autos vor uns und das Tor ist schon wieder zu. Also selbes Spiel vielleicht nochmal. Ja, nun sind wir geduldig. Irgendwie muss man sich ja hier auch die Zeit vertreiben, wenn man hier auf den Durchgang wartet. Das schaffen die zwei Jungs ganz gut. Also während der René hier jetzt die Formalitäten klärt, warte ich halt einfach, weil irgendwann wird es schon weitergehen. Da vorne wird das Fahrzeug noch von unten angeschaut, da gibt es eine Grube. Aber jetzt stehe ich hier noch hier rum und naja, warten wir mal. Das ist echt heiß, weil die ganzen PKWs müssen ihre komplette Ladung ausladen und die kaufen alle ein in Kasachstan, wie die Irren, sind völlig überbeladen und es muss alles raus und wieder rein. Grenzprozedere fertig, wir fahren raus. So, wir sind drin, es war gar nicht so schlimm und jetzt kommen die ersten Geldwechsel und die wollen Money. Hier im Grenzgebiet wird zwar mächtig gebaut, aber das ist alles doch sehr, sehr einfach. Und da gibt es die Versicherung für $20. Und da haben wir jetzt dann irgendwann eine Straße für uns, 250 Kilometer, ganz üble Piste. Die Hunde sind froh, dass sie raus sind aus der Kiste. Wir fahren jetzt weiter von der Grenze, haben noch was gegessen und jetzt geht's auf schlechter Straße, habe ich gehört. 250 Kilometer oder 230 Kilometer schlechte Straße. Und da vor uns fährt unser zukünftiger Camper. Da können wir ausbauen. Mannschaftsbus, oder? Wir sind jetzt mitten drin in der schlechten Straße mit immer wieder Löchern und die LKWs, die Militärs, die überholen uns. Naja, die haben auch keine Wohnung dabei. Also die Straße ist voller Löcher und manchmal extreme Absätze. Da kannst du den parken in den Löchern.
So, wir versuchen unser Glück mal auf der Piste. Ist doch meistens besser wie die Straße. Jetzt müssen wir mal da vorne schauen, ob die da überhaupt weitergeht, weil die schaut jetzt nicht mehr so aus. Vielleicht geht die gar nicht weiter. Das wäre natürlich jetzt schon mal eine lange Linie, weil hier ist echt übelst. Und das, wie viel, 32 Kilometer, leck mich am Arsch, wir sind jetzt 20 Minuten, also das sollte über 8 Stunden dauern. Wir probieren jetzt mal die Staubpiste, die ist im Moment besser. Ja, ja, einigermaßen, aber zumindest nicht diese Riesenlöcher, aber das rüttelt auch. Ja, nach einem Stück Straße, und dann wurde sie mega mies, sind wir wieder auf die Piste. Und zwar sind da diese drei, vier Militär 6x6 durchgefahren. Und den Spuren folgen wir jetzt. Und manchmal ist sie echt gut. Auf jeden Fall besser wie die Straße. Hier sind sie wieder durch den Acker gefahren und das ist immer die beste Spur. Da rüttelt es nicht. Man kann schneller fahren. Ja, die wissen halt schon, wodurch. Abendstimmung mit Kamel. Wir haben es jetzt erstmal aufgegeben und machen lieber Übernachtungspause bei dieser grausamen Piste. Für heute reicht's. Wir sind platt. Wir haben uns jetzt da einfach da auf der Piste, wo wir fahren, hingestellt. Und wir gucken LKWs im Hintergrund. Ja, manche machen Schiffe gucken und wir gucken LKW und die fahren so langsam wie Schiffe. Wie Schiffe, weil die Straße so extrem schlecht ist. Neuer Morgen, wir sind wieder unterwegs auf Pisten und jeder schlägt sich irgendwie durch. 200 Kilometer gibt es zu meistern, das ist ja Wahnsinn. Aber die Straße ist so kaputt, dass sie nur noch mit Schritttempo zu befahren ist. Der Beweis, dass die Straße so schlecht ist, sogar dass diese Trucks auf die Pisten ausweichen. Ich weiche jetzt denen aus, weil die haben einen riesen Staub. Nach 20 Kilometern sind wir wieder mal auf der offiziellen Straße. Stellt fest, das ist ein gucken die uns an. Katastrophe. Grande Katastrophe. Ja. Legt doch mir. Jetzt wird die Straße sogar teilweise besser und dann wieder ganz beschissen. Aber hier kann man wenigstens fahren. Mal schauen, wie lange. So sieht das auch aus bei uns. Die rechte Seite ist voller mit Staub. Wird wenigstens gewarnt, dass hier Bodenwellen hat. So, jetzt versuchen wir unser Glück mal auf der neuen Straße. Riesengraben. Ah. Wie ist denn der da durchgekommen? Die sind da links drüber, aber die kippen natürlich nicht so. Oh nee, der vergiss es. Jetzt gucken wir mal. Der wird sich halt voll verschrecken. Wir haben jetzt mal die Spur gewechselt und fahren zwischen der alten auf der Arbeitsspur
und der neuen Autobahn hier. Ich hoffe, das geht gut. Ich darf die neue Straße testen. Das hat sich dann aufgeschnuppelt über die diese Riesenstufe. Ja, das war jetzt nicht einfach. Aber da vorne ist, glaube ich, schon in der Ferne. Ja, das war's schon. Scheiße. Fahren wieder freiwillig Offroad, weil es ja so fürchterlich ist auf der Straße. So schaut unsere Fensteraussicht aus manchmal. Wahnsinn. So fährt man hier rum, ey. Wahnsinn. So, wir haben es geschafft, diese schlimme Straße, über 230 Kilometer. Das war echt der Horror. So eine schlechte Straße habe ich noch nie gefahren. Hey. Und jetzt waren wir platt, gestern sind da in diesem Café essen gegangen und dann gleich schlafen. Sandra, wie fandst du diese Straße? Das war echt ein Höllenritt. Unglaublich, ja. Sind wir froh, dass wir gutes Wetter hatten, weil bei Regen wäre es noch mal grausamer gewesen. Aber da fahren wir nicht noch mal durch. Ja? Also ich nicht. Definitiv nicht. Ich auch nicht. Du kannst schon allein fahren. Das war oberkrass, ich sag's euch. Der Franzose ist gestern auch da durchgebrettert durch diese miese Piste. Der hat es aber einfacher. Der war auch viel schneller. Ja, und da gibt es ganz viele Reifenschäden. Die wechseln gerade den Reifen manuell. Also es gibt immer wieder Schäden auf dieser ganz miesen Strecke und die wechseln das selber gleich von Hand. Da ist der Ersatz. Ab hier trennen sich unsere Wege wieder. Wir waren eine Woche zusammen. Es war eigentlich schön und super. Und jetzt geht es für beide nach Nukus. Aber in der Stadt macht es keinen Sinn, zusammen zu sein. Abenteuer ist jetzt erstmal vorbei. Und dann mal schauen. Vielleicht sehen wir sie wieder, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Also gute Reise. Wir sind in Nuschkus Vorort angekommen und sind am Wasser tanken, da hinten, bei einer Moschee. Die sind alle hilfsbereit, wie überall eigentlich. Ja, normalerweise pumpen die hier von Hand, aber sie haben auch noch eine Wasserpumpe. Die hat er jetzt extra Strom geholt, die läuft jetzt. Und da geht mein Wasser rein. Und zwar nicht so schnell, aber egal. Und ja, am Schluss gibt man natürlich ihnen ein Geschenk als Dankeschön. Das ist eine lustige Konstruktion hier. Wassertank bei der Moschee. Aber so geht's auch. Hier baut man seinen Verstorbenen riesige Monumente. So sieht das aus. Jeder hat seinen eigenen Garten. Kurze Besichtigung der großen Moschee hier in der Stadt. Wir stürzen uns jetzt mal hier in den Markt hinein und den Wahnsinn. So, usbekische Markt. Gepäcksachen. Oh, das kennen wir. So, wir haben für 5000 Som, das sind 40 Cent, sowas gekauft zum Probieren. Nur drei Stück. Dann hat sie noch ein kleines Gutzli, das Biskuit dazugelegt, weil das halt so wenig war. Aber ich will nicht zu viele kaufen und dann schmeckt es mir nicht. Aber sie schmecken. Also, so ein Markt kann hier recht anstrengend sein.
Es hat so viele Leute, aber gute Produkte. So, jetzt sind wir ein bisschen in der Region, was nicht mehr viele Leute hat. Hier ist die Bites, also Restaurant. Das ist die Markthalle. Da wird ein neuer Laden gebaut. Ja, hier wird auch noch Fahrradausstellung repariert. Super, wie die das machen. Endlich habe ich eine Waschanlage gefunden und jetzt wird mein Auto wieder mal entstaubt. Mann, oh Mann, das ist schmutzig wie noch nie. So, gestern Abend sind wir noch weitergezogen, etwa 40, 50 Kilometer südwärts. Und zwar zu einer historischen, ja, Kultstätte. Und zwar einen Grabhügel. Da unten ist mein Camper, da haben wir übernachtet. Ja, dieser Grabhügel, ich bin jetzt ganz oben drauf. Da wurden ganz am Anfang, wo der gebaut wurde, die Leichen getrocknet. Und zwar hat man die da hochgelegt, bis die Vögel und verdörrt und alles nur noch das Skelett war. Und hat man die da so, ja, bestattet. Dann in die Urnen, glaub, Töpfe rein und so weiter. Da unten kriegt man auch Wasser und man sieht so langsam da, es wird grün. Wegen dem Fluss, der da hinten ist. Also südwärts sieht es immer grüner, was natürlich schöner ist. Aber nicht mal, da könnten Sie doch. Jetzt haben wir das hier erklimmt und jetzt geht es wieder runter durch diese erodierten Wege. Ja, Treppe ist auch weg, oder? Also dieses Land ist voller schlechter Straße, immer wieder katastrophale Zustände. Man kann nur langsam fahren, sonst haut es einen durch die Decke. Löcher. Aber alles noch besser wie die letzte. Wir kommen in eine neue Provinz und ich hoffe, dass da die Straßen besser sind. Wir sind ein Stück weiter gezogen, jetzt sind wir bei einer Sandburg, echt Sandburg, Toprad Kala heißt die. Und viel Leben, aber man sieht doch einiges von der Stadt, die hier wohl mal gewesen ist. Schön! Also diese Stadt mit Stadtmauer übrigens war über 2000 Jahre alt. Die Schwalben nisten jetzt da drin. Ja, das ist ein ganz besonderer Erdhaufen hier. Da sind nämlich lauter Löcher drin und da leben die Schwalben. Das finde ich persönlich jetzt super schön, weil die haben hier traumhafte Nistmöglichkeit. Nächste Sandburg, Kisigala heißt das Teil da, ist ein bisschen besser renoviert.
Also das ist renoviert. So war das vermutlich früher mal. Der René kriegt gleich einen Sonnenstich. Deswegen muss er jetzt seinen Kopf schützen. Ja? Sonnenschutz für den Käppi. Jetzt schaust du aber hübsch aus, ach süß. Wir sind unterwegs nach Bushara auf einer kleinen Nebenstraße vorerst. Auch ein Gehoppel. Ja, das gehört jetzt halt dazu offenbar. Und vorher sind wir sogar am Sanddünen vorbeigefahren. Das sind die Straßenreparaturleute, die schmeißen irgendwelchen Dreck in die Löcher, wirklich Dreck. Ab vorher bin ich über so einen Dreck gefahren. Ja gut, ist besser als ein Loch, oder? So, da machen wir wieder einen Schnitt, das war's von mir. Und ja, ihr hört wieder, bis bald. Tschüss. Eben, nicht vergessen, Daumen hoch.